Liebe Menschenfamilie, geliebter Mensch, ich lade dich heute zu einer tiefgehenden Meditation ein. Mit dieser kleinen Meditation wirst du dich vorbereiten, um dann die Botschaft von Engel Gabriel und von Jesus Christus zu hören. Und so bitte ich dich nun, das Licht der Liebe einzuatmen. Ich bitte dich, Smarana einzuatmen und zu fühlen, dass Gottes Liebe und Gottes Nähe bei dir ist. Spüre, wie deine innere Sonne erwacht und wie sie dich einhüllt und wie sie aus dir strahlt und dich in die höhere Energie der Liebe hineinträgt. Lass es ruhig geschehen, denn es geschieht zum allerhöchsten Wohle. So, wie es gut für dich ist. Und so trägt dich deine Seele in die höheren Felder, in die Dimension der lichten Wesen hinein, in die Dimension von Erzengel Gabriel. So bleibe nun in dieser Energie und höre die Botschaft. Einströmt das Licht der Liebe. Einströmt die Energie von Engel Gabriel. Und ich begrüße dich aus der Tiefe meines Herzens. Geliebter Mensch, wir, die geistigen Lichtwesen, wir wissen, dass du gerade in einer aufregenden Zeit lebst. Und wir möchten dir sagen, dass wir bei dir sind. Wir möchten dir versichern, dass wir dich lieben, dass du immer ewiglich von uns geliebt wirst. Und sei das Gefühl, was du trägst, für deine Aufgabe hier auf der Erde noch so schwer. Sei versichert, dass du diese Aufgabe erfüllen kannst, dass du alles in dir trägst, was du dazu brauchst. Und so habe ich Engel Gabriel, Jesus Christus gerufen, damit er auch jetzt seine Worte an dich richten kann. Ich bleibe weiterhin bei dir. Ich trage und halte die Energie, wenn Jesus Christus jetzt spricht. Ich bin das Licht. Ich bin die Liebe. Ich bin die Vergebung, ich bin die Erlösung,
und so stehe ich bereits vor dir. Ich, der Christus, bin zu dir gekommen, so wie ich auch einstmals zu denen kam, die bei mir waren. Und ich schaue jetzt in deine Augen und ich sehe deine große Liebe, wie sie mir entgegenstrahlt. Und so streichle ich dir über dein Haupt voller Liebe. Und ich danke dir dafür, dass du gerade jetzt in dieser Zeit inkarniert bist. Dass du mich jetzt so intensiv unterstützt. Denn ich weiß, dass du diese Aufgabe, das Licht der Liebe und den Frieden zu bringen, einstmals übernommen hast und dass du zugestimmt hast, die Erde zu erlösen. Und so ist die aktuelle Energie genau das, was dich gut unterstützen wird. Geliebter Mensch, ich lege dir nun meine Hände auf dein Herz und ich übertrage dir die Energie der Erlösung von allem, was dich belastet, was schwer für dich ist. Erlaube dir, diese Energie anzunehmen, dann wird sie dein Herz berühren, dann wird sie dein Herz öffnen. Und Heilung geschieht. So genieße nun diese Momente der tiefsten Liebe, in welcher wir beide verbunden sind. Jesus sagt zu dir, du bist so sehr geliebt von uns allen. Und Jesus sagt zu dir, ich bringe dich zu meinem Vater. Ich bringe dich zu Gott. Wenn du es erlaubst. Und wenn du nun ein inneres Ja aussprichst, spürst du, wie die Liebesperlen von Jesus dir übertragen werden und wie sie dich anheben in deiner Energie. Und dich vorbereiten, den Segen Gottes zu erhalten.
so wie er jetzt dich überströmt. Spüre, wie Gott dich liebt, wie er dir vergibt und dich führt. Gesegnet sei dein Licht, gesegnet sei dein Vertrauen und deine Liebe. Wir, die geistigen Wesen, wir sind immer bei dir. Und so komme du nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Spüre, wie du gewachsen bist, wie der Samen des Neubeginns in deinem Herzen ruht und dir Kraft gibt für alles, was du in Liebe tust. Das war vielleicht stark. Das war so schön. Ich hoffe, es ging dir auch so wie mir. Gerne dürft ihr mir auch unten in die Bemerkungen reinschreiben, was ihr gefühlt habt, wie das war, diese intensive Lichtübertragung, die ihr erhalten habt. Und ich wünsche euch allen eine wundervolle Zeit. Genießt das schöne Wetter. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Und wenn du mich gerne abonnieren möchtest, darfst du auch hier auf die Kugel klicken. Ich danke dir jetzt schon dafür. Alles Liebe.